Herzlich willkommen. Wir haben gesehen, wie wir auf dem zweidimensionalen Einheitsquadrat die Laplace-Gleichung der Poisson-Gleichung numerisch mit finiten Differenzen diskretisieren konnten. Das Ganze klappt natürlich auch in höheren Dimensionen mit genau denselben finiten Differenzen, nur eben noch mit mehr Koordinatenrichtungen dann. Aber eine Frage, die wir noch beantworten müssten, ist, was machen wir, wenn wir ein Gebiet haben, was nicht so wunderbar zu einem gleichmäßigen Punktegitter passt. Also wenn wir nicht das Einheitsquadrat haben, sondern eine andere Größe, haben wir damit natürlich keine Probleme. Wir können dann immer noch in die eine Richtung entsprechend viele Punkte nehmen, in die andere Richtung entsprechend viele Punkte nehmen, auch wenn das kein Quadrat mehr ist, sondern ein Rechteck, macht uns das auch nichts aus. Wir können auch in die eine Richtung mehr Punkte nehmen als in die andere Richtung. Aber was ist, wenn es nicht mehr diese Rechteckstruktur hat? Also wie kommen wir mit allgemeineren Gebieten zurecht? Also was machen wir, wenn das Ganze so aussieht, dass unser Gebiet irgendetwas ist, was hier vielleicht ja irgendwas krummlinig berandetes ist und eigentlich hätten wir gerne ein Gitter von Punkten reingelegt. Also eigentlich hätte ich hier gerne dieses Punktegitter genommen, so wie es ist gerade zu meinem Bildschirmhintergrund, diesem Kästchenmuster passen würde. Also diese Punkte hier hätte ich gern genommen und jetzt schneidet aber das die Menge mein Gitter nicht in den Punkten, sodass diese Punkte, ja, kann das die Randpunkte einfach da nicht mit auftauchen. Dann habe ich in den inneren Punkten sicherlich kein Problem. Also solange ich hier einen Punkt habe, nehmen wir diesen hier, der sowohl einen oberen, unteren als auch einen linken, rechten Randpunkt hat. Bei diesem Punkt habe ich kein Problem. Bei diesem Punkt kann ich weiterhin meine normalen finiten Differenzen nehmen für den Laplace-Operator, also diesen vier Punkte. Stern nennt man den auch manchmal oder Fünf-Punkte-Stern. Ich nehme den mittleren Punkt, vergleiche ihn mit links, rechts, oben und unten. Problematischer wird das an allen randnahen Punkten, also alle Punkte, wo der Nachbarpunkt eigentlich ein Randpunkt wäre. Da habe ich vielleicht an einem Mal Glück und der Randpunkt liegt auch tatsächlich gerade, da ist ein Gitterpunkt, der auf dem Rand liegt. Aber bei den meisten wird es so sein, dass das Ganze nicht der Fall ist, dass nämlich der Punkt, der nächste Punkt schon außerhalb des Gebiets liegen würde. Ja, jetzt habe ich mehrere Möglichkeiten, wie ich damit umgehen kann. Eine Möglichkeit, damit umzugehen, gerade wenn die Dirichlet, also wenn ich zum Beispiel Dirichlet-Daten vorgegeben habe, wenn die Dirichlet-Daten sehr einfach sind, zum Beispiel Dirichlet-Daten gleich 0, könnte ich sagen, ich nehme einfach alle Punkte, wo ich außerhalb des Gebiets liege, die setze ich auf gleich 0. Die Punkte, wo ich innerhalb liege, dann nehme ich meine ganz normalen Approximationen mit finiten Differenzen und dann würde ich hoffen, dass, wenn mein Gitter immer, immer feiner wird, ja auch der Rand immer, immer genauer rauskommt. Also wenn ich jetzt die Gitterweite halbieren würde, dann wären die Punkte ja schon viel, viel näher am Rand und damit würde man annehmen, dass ich noch so einen Randdiskretisierungseffekt mit reinbekomme. Das ist eine Möglichkeit, das zu machen, die ist auch durchaus gebräuchlich und flexibel. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, die ich Ihnen gerne vorstellen möchte, die eigentlich genauso flexibel ist, wenn man sich die klar gemacht hat. Wir könnten es nämlich auch so machen, dass wir als Gitterpunkte uns erstmal alles nehmen, was innen drin liegt. Also ich nehme mir, ich mache mal das, was ich hier oben gezeichnet habe, weg. Alle schwarzen Punkte, die ich hier gemalt habe, die liegen, das sind Gitterpunkte, also ich habe mein Gitter mit Gitterweite h, ich gehe in x-Richtung, in x1-Richtung, in Richtung h, also mit Schrittweite h, immer weiter in x1-Richtung, ich gehe in x2-Richtung mit Schrittweite h, immer weiter in x2-Richtung und dann gucke ich mir erstmal an, welche dieser Punkte liegen denn überhaupt in dem Gebiet drin. Das sind also hier alle gemalten schwarzen Punkte, die ich hier habe. Und die würde ich also formal gerade dadurch bekommen, dass ich sage, ich habe, guck mir an, alle Punkte x gleich h mal k und das k wähle als ein Tupel von zwei Zahlen, von zwei ganzen Zahlen. Also k in C2, in Z2 bedeutet, mein k besteht aus zwei ganzzahligen Einträgen, also zum Beispiel k gleich 0, 1 bedeutet, mein x wäre der Punkt 0 nach rechts gegangen, h nach oben. K gleich minus 15 und plus 35 würde bedeuten, mein x ist minus 35h und plus 35h. Also diese Menge der Punkte x gleich hk, k in Z2 würde dementsprechend, das ist die komplette zweidimensionale Ebene, mit einem regulären h kreuz h Gitter von Punkten aufspannen würde. Es wären also unendlich viele Punkte. Die schneide ich mir mit Omega, wenn Omega beschränkt ist, also Omega beschränkt und offen soll weiterhin gelten, dann ist das offensichtlich nur endlich viele Punkte, die da rausgeschnitten werden. Das könnten also meine Punkte sein, Omega H.
Und das ist die Menge, lässt sich typischerweise im Computer sehr leicht berechnen. Das ist die Frage, wie Ihre Menge beschrieben ist im Computer. Aber schon alleine, wenn Sie in Ihrem Computer eine Definition haben der Menge, die Ihnen erlaubt zu prüfen, liegt in und also die Ihnen erlaubt zu prüfen, liegt dieser Punkt in der Menge oder liegt dieser Punkt außerhalb der Menge. Und wenn Sie wissen, das beschränkte Omega, Sie kennen zum Beispiel ein großes R, wo Sie sagen, also in so einer großen Kugel liegt das Omega auf jeden Fall drin. Dann testen Sie also einfach alle Punkte, die in dieser Kugel oder noch besser in diesem großen Quadrat drin liegen, ob die in der Menge drin sind oder nicht. Das, wodurch Sie Ihre Mengenfunktion einfach fragen, liegt dieser Punkt in der Menge oder nicht? Und schon können Sie auf die Art und Weise alle Punkte beschreiben, die in der Menge drin liegen. Ja, wie bilde ich dann den Rand ab? Insbesondere, wenn ich irgendeine Dirichlet-Randbedingung habe, vielleicht noch eine inhomogene, wo ich wirklich gerne vorschreiben würde, an dem und dem Randpunkt habe ich den und den Wert. Dann müsste ich, wenn das jetzt nicht einfach überall gleich 1 ist oder gleich 0 ist, müsste ich mich ja entscheiden, wenn ich jetzt Punkte etwas außerhalb hätte, ja, welchen Wert schreibe ich denen vor? Oder aber ich nehme zu meinem Gitter noch Randpunkte dazu. Und die Randpunkte, die sich anbieten, dazu zu nehmen an der Stelle, das wären gerade die Punkte, die gut passen würden zu dem Gitter, aber auch auf dem Rand liegen. Und was heißt gut passen zu dem Gitter? Naja, ich kriege es offensichtlich nicht hin, dass ich einen Randpunkt, dass jeder Punkt auf dem Rand zu einem echten Gitterpunkt gehört, aber ich kann zumindest sagen, in der einen Koordinate soll der noch zu dem Gitter gehören. Also ich kann zum Beispiel an dieser Stelle hier diesen roten Punkt mit dazu nehmen. Das heißt, ich nehme hier diesen roten Punkt, ich probiere es nochmal, mit dazu. Jetzt hat es geklappt. Dann bin ich also in der X1-Richtung, also nach rechts, bin ich immer noch mit den Schrittweiten H gegangen. Ich habe mich nur in der X2-Schrittweite-Richtung davon gelöst und bin hier nicht plus H gegangen. Also von diesem Punkt hier bin ich nicht plus H nach oben gegangen, sondern entsprechend weniger. Und zwar gerade so viel, dass ich auf dem Rand noch liege. Das heißt, hier würden wir entsprechend diesen Punkt mit dazu nehmen, den Punkt mit dazu nehmen und hier jetzt den Punkt, ja, wo ich immer noch in der oben unteren, in der X2-Richtung, immer noch das Plus-H, Minus-H respektiere. Also ich bleibe auf so einer waagrechten Linie von meinem karierten Gitter und nehme dann aber diesen Punkt hier dazu, hier entsprechend diesen Punkt mit dazu. Der liegt sowieso schon mit drauf. Hier hätten wir den dabei, der liegt vielleicht sowieso schon mit drauf. Hier hätten wir den dabei, den dabei, den dabei, den dabei. Der liegt vielleicht eh schon mit drauf, diese Punkte hier und so weiter. Und Sie sehen, auf die Art und Weise kriegen Sie zumindest geometrisch, sieht das vernünftig aus. Hier sagen wir, der liegt einfach schon mit drauf. Hier sieht das geometrisch, sieht das Ganze schon vernünftig aus. Sie kriegen eine Menge von Punkten mit dazu, die auf dem Rand liegen und die zumindest noch was mit Ihrem Gitter zu tun haben. Das heißt, diese Punkte, die würden wir uns ebenfalls mit berechnen und formal könnten wir das zum Beispiel dadurch beschreiben, dass wir sagen, diese Punkte hier, das soll sein Gamma H, also eine Approximation von Punkten, die uns unseren Rand approximieren sollen, das sollen sein all diese Punkte x gleich x1, x2 im Rand von Omega, wir bleiben einfach im zweidimensionalen, sodass in einer der beiden Koordinatenrichtungen ich auf dem Gitter liege, aber in der anderen vielleicht nicht. Also es gibt ein I in 1, 2, entweder in X1-Richtung oder in X2-Richtung möchte ich noch auf dem Gitter liegen, also XI gleich H mal K, K in Z. Ja, wenn beide auf dem Gitter liegen, beide das respektieren würden, also x1 gleich h mal k1 wäre, x2 gleich h mal k2 wäre, dann wäre ich genau auf dem Gitter und in einer der Dimensionen löse ich mich davon. Das Ganze können Sie natürlich analog machen im mehrdimensionalen, also analog im r hoch n. Im r hoch n würden Sie entsprechend sagen, ich liege in allen bis auf eine Koordinatenrichtung, respektiere ich das Gitter und dann können Sie entsprechend auch bei komplizierteren n-dimensionalen Gebilden auf die Art und Weise, auf eine vernünftige Art und Weise, Randpunkte mit dazu gewinnen. Und auch das ist was, was Sie typischerweise gut implementieren können im Computer. Was Sie dafür bräuchten, wäre die Möglichkeit, dass Sie in eine Richtung laufen und dann wissen, wann laufen Sie in der einen Richtung aus dem Gebiet raus. Also wenn Sie hier Ihre Randpunkte haben, also wenn Sie Ihre Punkte in Omega H, diese schwarzen Punkte, berechnen, dann müssen Sie jetzt von diesen
schwarzen Punkten nur gucken, hat der in jede Koordinatenrichtung Plus und Minus, hat der einen Nachbar, der auch in Omega H drin liegt? Die Information brauchen Sie dann später sowieso, um Ihre finiten Differenzenverfahren zu implementieren. Und Sie müssen gucken, und wenn das nicht der Fall ist, wenn es zum Beispiel keinen oberen Nachbarn gibt, dann müssen Sie die Möglichkeit haben, nach oben zu laufen und zu wissen, wann verlasse ich das Gebiet. Und sowas kriegen Sie zum Beispiel dann raus, wenn Sie Ihr Gebiet beschrieben haben durch, man nennt das auch eine Sign Distance Function, durch eine Funktion, die Ihnen den Abstand zum Rand gibt und optimalerweise noch mit einem Plus, wenn Sie innen sind, und mit einem Minus, wenn Sie außen sind oder umgekehrt. Dann können Sie nämlich auf die Art und Weise mit dieser Funktion gerade berechnen, wenn ich so und so viel in X2-Richtung gelaufen bin, dann habe ich das Gebiet verlassen. Und das muss gar keine wirkliche Distance-Funktion sein, also die Funktion muss gar nicht genau mit der Distanz zum Rand übereinstimmen. Wenn Sie das haben, ist es natürlich ganz einfach zu wissen, wie weit Sie laufen müssen, um zum Rand zu kommen. Viel einfacher, das reicht genauso, wenn Sie irgendeine zum Beispiel nur stetige Funktion haben, die einfach nur das Vorzeichen wechselt, in dem Moment, wo Sie von innen nach außen gelaufen sind. Also wenn Sie irgendeine Funktion kennen, die stetig ist und die positiv ist im Inneren von Omega, die negativ ist im Äußeren von Omega, dann ist die automatisch gleich 0 auf dem Rand von Omega. Und wenn Sie so einen Gitterpunkt stehen und laufen in eine Koordinatenrichtung, dann müssen Sie einfach nur gucken, wann kommt in diese Koordinatenrichtung die Nullstelle der stetigen Funktion. Und das ist eine Sache, die kriegen Sie zum Beispiel mit Intervallhalbierungsverfahren auf eine einfache Art und Weise raus. Also selbst wenn Sie ein sehr allgemeines Gebiet haben, sehr allgemein beschrieben, lassen sich diese beiden Punktmengen typischerweise noch sehr gut mit dem Computer aufstellen. Und dann haben Sie eine Struktur von Punkten, wo Sie wissen, was ist mein linker, rechter, oberer, unterer Nachbar und liegt der überhaupt noch im Gebiet, beziehungsweise liegt der dann in der Menge der Randpunkte drin. Und dann können Sie entsprechend dazu probieren, diese finiten Differenzen aufzustellen. Was wir dann aber noch brauchen, sind finite Differenzen mit nicht äquidistanten Schrittweiten. Denn für die inneren Punkte hier, da gehe ich ja H nach links, H nach rechts, H nach oben, H nach unten. Für den Punkt hier oben zum Beispiel würde ich H nach links, H nach rechts, H nach unten, aber nicht H nach oben gehen, sondern nur so viel, wie eben dieser rote Punkt davon entfernt ist. Das heißt, wir müssten uns überlegen, wie approximieren wir eine zweite Ableitung, wenn wir in der einen Richtung, eine zweite partielle Ableitung, wenn wir in der einen Richtung nicht so weit gehen wollen wie in der anderen Richtung, beziehungsweise genauer gesagt, was wir hier bräuchten in diesem Punkt wäre ja zum Beispiel in X1-Richtung die zweite Ableitung. Da würden wir einfach H, minus H und plus H nehmen, aber in die X2-Richtung möchten wir vielleicht minus H nehmen, aber nicht plus H nehmen. Das heißt, das, was wir bei den zentralen finiten Differenzen, was vorher so schön symmetrisch war, wir geben von dem Punkt einmal minus H, einmal plus H, einmal der Punkt selber, das ist jetzt nicht mehr in beiden Fällen minus H und plus H, sondern das ist jetzt bei dem Minus vielleicht ein anderes H als bei dem Plus. Und da kann man sich aber ebenfalls wieder komplett analog mit Taylor-Reihen überlegen, wie die finiten Differenzen-Approximationen aussehen. Ich baue das vielleicht so ein bisschen schrittweise auf. Also wir könnten uns überlegen, dass unser Laplace u von x, das wäre wieder ungefähr. Und jetzt mache ich mir hier so einen 5-Punkt-Stern, bei dem ich sage, ich vergleiche meinen Punkt, da wo ich gerade bin, mit dem Punkt links davon, rechts davon, oben davon, unten davon, damit ich da nicht so viel schreiben muss, nenne ich die Punkte UZ für U zentral, also, und U Osten, U Westen, U Süden und U Norden. Also das würde bedeuten, ich hätte eine gewisse Anzahl mal der Punkt, wo ich gerade bin, also den nenne ich UZ für U Zentrum. Das wäre irgendein, den nehme ich ein paar Mal, AZ mal, also wobei UZ gleich ist, damit ich das ein bisschen Kästen zusammenbauen kann. Jetzt wird das ein bisschen tiefer, also UZ soll sein U von X, der wird dabei auftauchen, dann werde ich da irgendwie wahrscheinlich mit vergleichen können, bei minus Laplace kam ja so ein Plus, der mittlere Punkt minus oben, minus unten, minus links, minus rechts, das Ganze durch h Quadrat raus. Also werde ich von diesem Punkt hier wahrscheinlich abziehen müssen, minus irgendeine gewisse Anzahl mal minus AO mal UO, wobei das UO sein soll, x, U an der Stelle, x minus h mal E1, also das heißt entsprechend
nach Osten, dann mache ich mal ein Plus, x plus he1, also der Punkt rechts davon. Und dann werde ich eine gewisse Anzahl brauchen, aw, diese Konstanten az, a0, hw, wenn wir uns überlegen müssen, wie groß die sein sind, aw mal uw, wobei das uw gleich ist u an der Stelle im Westen, also uw wäre u von x minus h mal e1. Und ich mache das Ganze ja, weil ich nicht gleich viel h nach rechts und nach links gehen will. Also dieses U-Ostenpunkt, der liegt vielleicht gerade auf diesem Rand. Das war vielleicht gerade so ein roter Randpunkt. Das heißt, mein h, mit dem ich nach rechts gegangen bin, ist vielleicht nicht dasselbe h, mit dem ich nach links gegangen bin. Das heißt, hier hätte ich ein h-u und ein h-w. h-o ist also die Schrittweite, mit der ich nach rechts gehen will, die Schrittweite, mit der ich nach links gehen will. Und dasselbe entsprechend u-nord wird sein ux plus h-nord e2 u-süd. Wird sein ux minus h, wie viel will ich nach Süden gehen? e2. Und dann würden wir annehmen, dass an der Stelle hier auftaucht irgendwelche Koeffizienten as, us und irgendein Koeffizient a nord, u nord. Und jetzt könnte ich mir überlegen, wie muss ich diese Koeffizienten nehmen? Vorher waren die alle gleich groß, und dann hatten wir uns überlegt, oder, beziehungsweise man kann sich überlegen, man erlaubt im Eindimensional, dass man gerade AZ gleich 4 wählen muss, AU, AW, AS und AN jeweils gleich 1, wenn man in alle Richtungen gleich viel geht und das Ganze dann geteilt durch h Quadrat, die Schrittweite, mit der wir in alle Richtungen gegangen sind. Wenn wir nicht dieselben Schrittweiten wählen, kann man genau dasselbe Argument machen. Also Sie nehmen sich den Punkt UO und Taylor den, also u von x plus h0 e1 und ungefähr u von x plus h0 mal die partielle Ableitung von u in die erste Richtung plus h Quadrat plus hu Quadrat halbe mal die zweite partielle Ableitung und so weiter. Machen das Ganze mit all den anderen Ausdrücken, schreiben sich dann so hin, was hier rauskommt mit AZ, AO, HW, AS und AN drin. Und dann stellen Sie entsprechend diese AZ, AO, HW, AS und AN, probieren Sie so einzustellen, dass gerade Laplace von U rauskommt. Also zweimal die partielle Ableitung in E1 Richtung plus zweimal die partielle Ableitung in E2 Richtung. Und dass ansonsten möglichst viele Terme verschwinden. Und dann stellt man fest, viele verschwindende Terme kriegt man da im allgemeinen Fall nicht hin, aber man kriegt hin, dass dieser Ausdruck hier, diese Approximation zumindest in dem Sinne erfüllt ist, dass Laplace u von x minus diesen ganzen Ausdruck hier, dass der kleiner gleich wird ein Term der Größenordnung h und genauer gesagt kleiner gleich einer Konstante mal die C3 Seminorm, also Maximum der dritten Ableitung von u mal h. Und was Sie dafür machen müssen, ist das AZ, AO, AW, AS und AN richtig einstellen. Und dieses richtig einstellen, das möchte ich Ihnen einfach nur vom Himmel fallen lassen. Was man braucht an der Stelle, ist etwas, was, ja, wir wissen, was das ergeben muss für HO, HW, HN und HS, alles gleich H. Dann müsste hier einfach ein 4 durch h Quadrat rauskommen vor dem UZ. In dem Fall, den wir hier haben, würde rauskommen, das kann man sich überlegen, 2 durch HO, HW plus 2 durch HS, HN. Also Sie sehen, wenn das alles gleich H wäre, dann wäre das tatsächlich einmal 4 durch h Quadrat. Bei UO kommt raus als Vorfaktor 2 durch HO mal HO plus HW. Auch hier sehen Sie, wenn es einfach beides gleich h wäre, würde hier einfach stehen 2 durch h Quadrat, 2 durch 2 h Quadrat, also entsprechend einfach 1 durch h Quadrat. Bei AW steht eben der analoge Ausdruck 2 durch und dann O und W vertauscht, 2 durch HW, HO plus HW. Und bei Nord und Süd ist natürlich symmetrisch in dem Sinne, dass Sie E1 und E2 vertauschen können, steht dann der analoge Ausdruck mit HN und HS. Also an der Stelle stände dann entsprechend minus 2 geteilt durch HN, HS plus HN und minus 2 geteilt durch HS, HS plus HN. HS, HS plus
HN. Dieser ganze Ausdruck hier steht hier noch in der Klammer und dieses Ding ist dann entsprechend eine so gute Approximation an Laplace von U, dass es gerade mit der Größenordnung h gegen 0 geht und die Terme, die da drin vorkommen, die hängen nur ab von den dritten Ableitungen von U. Das bedeutet insbesondere, wenn die dritten Ableitungen von U alle 0 sind, wenn das U eine quadratische Funktion ist, dann ist das, was hier rauskommt, tatsächlich die exakte zweite Ableitung. In dem Sinne also das exakte Laplace von dieser quadratischen Funktion. Formulieren wir das Ganze noch ordentlich als Lemma, indem wir die letzten Lücken mit auffüllen. Also Lemma, angenommen, wir haben irgendein offenes Gebiet Omega im zweidimensionalen, Omega im R2 offen, im R3 gibt es natürlich genauso, da haben wir entsprechend noch ein H vorne, H hinten mit dabei, mit ganz analogen Ausdrücken, also ein Omega im R² offen, x in Omega, U sei so, dass ja diese dritten Ableitungen auch tatsächlich existieren, also U in C3 Omega quer, dann existiert ein H größer 0, sodass für alle Schrittweiten H Osten, H Westen, H Süden, H Norden, die höchstens so groß sind wie H, also denken Sie wieder an das Gitter, wir sind bis zum nächsten Gitterpunkt, also in Richtung des nächsten Gitterpunktes gelaufen und wenn wir dazwischen den Rand getroffen haben, haben wir den Punkt dazugenommen. Also wir sind mit den Randpunkten, da haben wir Punkte dazugenommen, die näher dran lagen als das, was das Gitter eigentlich verlangt hätte. Für alle die gilt diese Geschichte hier, schreibt man mit H hinreichend klein. Das muss natürlich alles so klein gewählt sein, dass Sie mit den Auswertungen, die hier stehen, die Omega nicht verlassen. Also mit H hinreichend klein, sodass Auswertung definiert. Genauer gesagt, für den Satz brauchen Sie auch, dass die Verbindungsgeraden, also wenden wir Taylor an mit irgendwelchen Zwischenstellen, also alle Zwischenstellen zwischen U0 oder zwischen U-Zentrum und U-Norden, müssen alle Zwischenstellen noch so sein, dass sie in Omega quer drin liegen. Zwischen U-Zentrum und U-Süden müssen alle Zwischenstellen so sein, dass sie noch in Omega quer drin liegen und so weiter. Also mit H hinreichend klein, sodass alle Zwischenstellen in Omega quer liegen. Und H0, sodass diese Geschichte mit diesen hier gelten und diese Approximationsgültigkeit erfüllt ist. Ja, und das zeigt man, wie gesagt, einfach wieder analog dem Eindimensionalen, indem Sie das Ganze einfach Taylor. Und genauso leitet man es auch her, indem Sie Taylor mit noch unbekannten Koeffizienten davor. Dann schauen Sie, müssen Sie die Koeffizienten einstellen, damit sich bei Taylor genau erstmal das rauskommt, was Sie approximieren möchten als Ableitung und die weiter höheren Terme höheren Ordnung möglichst wegheben. Und dann stellen Sie fest, Sie kriegen es tatsächlich hin, die Ableitung zu approximieren, aber Sie kriegen es eben nicht hin, dass der Term der Ordnung h dann auch schon verschwindet. Also Teil durch h Quadrat, das wäre gerade der Term der Ordnung o hoch 3 in Taylor, der verschwindet bei den zentralen symmetrischen finiten Differenzen aufgrund der Symmetrie. Wenn Sie die Symmetrie nicht mehr haben, verschwindet er nicht mehr, das kriegen Sie nicht mehr eingestellt. Um das hinzukriegen, müssten Sie entsprechend noch mehr Punkte dazu nehmen. Also Sie müssten nicht nur oben, unten, links, rechts dazu nehmen, sondern Sie müssten entweder zum Beispiel in die Ecken noch mit dazu nehmen, also oben links, oben rechts und so weiter, oder Sie würden noch Punkte dazu nehmen, die Schrittweite 2 Abstand haben. Und durch all diese Dinge würden Sie entsprechend mehr Freiheitsgrade reinbekommen bei Ihren Taylor-Formeln und könnten sich entsprechend finite Differenzen noch höhere Ordnung herleiten. Also Beweis analog 1T mit Taylor. Ja, also auf die Art und Weise würden wir das hinkriegen, dass wir auch allgemeine Gebiete beschreiben können. Und natürlich kann man noch viel mehr, noch viel weiter allgemeiner werden. In unserer Diffusionsapproximation hatten wir noch andere Terme mit drin, zum Beispiel Konvektionstherme, dass es noch ein bisschen Transport gibt, Transportphänomene noch gibt. Es könnten noch Absorptionstherme mit auftauchen, dass eine gewisse, dass die Wärme sich zum Beispiel irgendwo durch Abstrahlung einfach in einer gewissen Zeit sich die ganze Wärmeenergie immer halbiert hat. Es könnte konstante Wärmetherme haben wir schon mit dabei, aber wir könnten natürlich auch noch veränderliche Diffusionskoeffizienten haben, dass in einem Teil des Gebiets sich die Wärme mehr ausbreitet oder leichter ausbreitet als in einem anderen Teil des Gebiets. Also analog
lassen sich kompliziertere Gleichungen durch finite Differenzen diskretisieren, also analog kompliziertere. DGL mit zum Beispiel noch Konvektion oder Absorption oder nicht homogene Diffusion, die könnten Sie einfach ganz genauso behandeln und würden wieder so ein Gleichungssystem bekommen, AH, UH gleich FH. Also das Problem, die Differentialgleichung durch finite Differenzen zu ersetzen, ist typischerweise kein Problem. Die müsste auch noch nicht mal linear sein. Wenn die nicht linear wäre, können Sie es ebenfalls durch finite Differenzen ersetzen, kämen eben ein nicht lineares Gleichungssystem raus. Und Sie haben auch immer, wir haben es noch nicht ordentlich definiert, was wir mit Konsistenz da meinen würden. Und wir werden mit Konsistenz natürlich genauso wieder meinen, löst die wahre Lösung der Differentialgleichung, löst die diskretisierte Gleichung. Und das wird sie natürlich immer tun für h gegen 0, solange sie finite Differenzen nehmen, die für h gegen 0 gegen die wahre Ableitung gehen. Das heißt, die Frage, wie man so eine Differentialgleichung durch finite Differenzen ersetzt, ist eine komplett triviale Frage. Also programmiertechnisch kann das durchaus aufwendig sein, weil sie ein kompliziertes Gebiet haben, den Überblick über die Punkte zu behalten, die Strukturen vernünftig sich zu wählen, die Randpunkte entsprechend gut mit reinzubringen, da den Überblick zu behalten. Das ist durchaus etwas, was durchaus einen gewissen Aufwand machen kann, aber da steckt mathematisch typischerweise nichts dahinter. Alles, was sie machen, ist, sie ersetzen Ableitungen durch finite Differenzen auf ihren Gitterpunkten und schon haben sie aus ihrem unendlich großen Gleichungssystem, das in unendlich vielen Punkten die Differentialgleichung erfüllt sein muss, mit unendlich vielen Unbekannten, wo sie ihre Funktion auswerten, schon haben sie daraus ein System von endlich vielen Gleichungen für endlich viele Unbekannte gemacht. Die große Frage ist dann, konvergiert das, was da rauskommt, auch gegen die wahre Lösung? Da haben wir schon im Eindimensionalen gesehen, dass das gar nicht so einfach ist. Wir konnten das zerlegen, Konsistenz und Stabilität. Konsistenz folgte einfach daraus, dass finite Differenzen gegen die Ableitung konvergieren. Aber wir haben da diese Lösung des Gleichungssystems mit drin. Im Eindimensionalen kam dann also die Norm von der Inversen, von dem AH. Das war das, was noch multipliziert wurde mit dem Konsistenzfehler. Und wenn die Norm von AH hoch minus 1, wenn die gegen unendlich ging, dann kann uns das den ganzen Konsistenzfehler wieder kaputt machen. Und am Ende konvergieren wir doch nicht. Und genau das werden wir hier auch noch untersuchen, auch weiterhin nur im Zweidimensionalen. Und ich möchte Ihnen gerne zeigen, wie man diese Ideen, die wir im Eindimensionalen bei Randwertproblemen entwickelt hatten, wie man die ins Mehrdimensionale überträgt. Hier nur im Zweidimensionalen, aber im Höherdimensionalen geht es dann sehr, sehr ähnlich. Da kommen keine neuen Ideen mehr dazu. Und der große Trick wird wieder sein, dass wir diese physikalischen Eigenschaften, die wir haben von der wahren Gleichung, nämlich dass, wenn wir die Wärmequellen erhöhen, es auch tatsächlich wärmer wird, hat man mit dem Maximumsprinzip nachgerechnet, dass das auch tatsächlich für diese partielle Differentialgleichung gilt, dass wir die auch in unserer numerischen Approximation wiederfinden und daraus aus dieser Abschätzung, dass dieses AH hoch minus 1 eine gewisse Monotonie-Eigenschaft hat, setzen wir mehr Wärmequellen ein, kommt eine höhere Temperatur raus. Aus dieser Monotonie-Eigenschaft werden wir wieder folgern können, dass die Norm von AH hoch minus 1 auch tatsächlich beschränkt ist. Und wie wir das machen, das kommt dann im nächsten Video und ich danke Ihnen fürs Zuhören.